Hi und herzlich willkommen. Heute möchten wir ein kurzes Video machen, wie wir Tabellen aus dem Internet, ich sag mal, in Excel einfügen können und darauf auch, ich sag mal, jetzt machen wir das am Beispiel einer Länderliste. Dann heißen wir uns auch zu den einzelnen Ländern schnell und einfach dann halt die Flaggen anzeigen lassen können oder auch Bruttoinlandsprodukt, Einwohnerzahl etc. pp. Für die Liste, die ich gleich verwenden möchte, habe ich hier unter Wikipedia dann halt immer gleich die Liste hier der Staaten, der Erde. Und wir wollen halt sozusagen diese kleinen Flaggen gleich auch bei uns in der Excel-Tabelle generieren. Und dafür kopiere ich mir einmal die URL. Das heißt hier mal rauskopiert, kopieren gegangen. Und das Ganze füge ich jetzt in Excel unter dem Reiter Daten, haben wir aus dem Web. Abrufen dann halt drin, können jetzt hier ist immer die URL einfügen, gehen auf OK. Und jetzt baut er die Verbindung zu der Seite auf. Das kann eine kleine Minute dauern, weil er die ganze Seite einmal durchguckt, welche Tabellen haben wir da. Wir können es jetzt auch die verschiedenen Tabellen, die er erkannt hat, diese mal anzeigen lassen. Also zum Beispiel dürfte das Tabelle 1 sein, genau. Und die können wir jetzt reinladen. Ich gehe nochmal kurz auf Daten transformieren, weil ich nicht alle Spalten halt am Ende haben möchte. Das heißt, die Spalten, die blende ich jetzt einmal aus, beziehungsweise die will ich gar nicht erst mit hineinladen. Und da sage ich Spalten entfernen, zack, bang. Dann sage ich hier nochmal ganz kurz, die erste Spalte ist dann halt mal die Überschrift, erste Zeile als Überschriften verwenden. Dann noch einmal Zeilen entfernen, leere Zeilen entfernen. Und dann haben wir jetzt immer schon eine relativ überschaubare Liste. Mache jetzt Speichern und Laden. Bam. Das lädt er uns jetzt auch direkt jetzt mal hier in ein neues Arbeitsblatt hinein. Jetzt will ich hier noch mal kurz Erde kann weg. Das wollen wir einmal entfernen. Zellen löschen. Genau. Jetzt haben wir hier noch jetzt mal zum Beispiel diese Klammer auf, also eckige Klammer auf 8 und so weiter. Das wollen wir auch einmal entfernen. Dafür gehen wir auf Steuerung H. Wir suchen jetzt in dem Fall nach einer eckigen Klammer. Dann wissen wir ja nicht, was drin steht. Dann nutzen wir als Wildcard ein Sternchen, dann noch einmal eine eckige Klammer und wir ersetzen das Ganze durch nichts. Ja? Das heißt, wir suchen sozusagen jetzt immer, wenn da eine 8 drin steht oder hier steht eine 12 drin. Das Sternchen ist eine Wildcard, das heißt, da kann ein oder mehr Zeichen dann halt am Ende drin stehen und egal welches Zeichen. Dann sagen wir alle ersetzen und wir sehen, die sind jetzt auch alle weg. Sehr cool, so haben wir uns das vorgestellt. Da haben wir noch so ein paar Sachen drin hier, die noch nicht ganz so passen. Die erkennen wir gleich, aber auch relativ gut, wo wir noch ein bisschen eventuell dann halt Anpassungen daran machen müssen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hin, markieren uns alle, gehen auf Daten, gehen dann halt auf Geografie. Und jetzt matcht er das Ganze, ich sag mal, automatisch, ich sag mal, auf die Länder, die er dann halt immer in dem Gebiet hat, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier eine Datenauswahl dahinter und können jetzt dazu. Dicht. Können jetzt dazu weitere Spalten hinzufügen und für die Karte, also für die Flagge, wäre es jetzt das Bild. Das war einfach hinzufügen und ihr seht, bam, jetzt haben wir hier schon mal, ist immer in unserer Spalte die passenden Bilder mit drin. Hier und da, und das seht ihr hier zum Beispiel, da sagt er, das Feld habe ich nicht gefunden. Na, da muss man noch mal ein bisschen reingehen und sagen, okay, gut, hey, der Part gehört natürlich nicht dazu, wir nehmen das einmal raus, das ist nur Dänemark und schwuppdiwupp hat auch die Dänemark-Karte drin. Frankreich ohne Überseeländer, wir wollen nur Frankreich haben, zack, bang, und hat auch die französische Flagge drin, ne? Und jetzt immer, also da, wo sozusagen dann halt immer mitsteht, jetzt kann dann halt am Ende raus. Ein bisschen Nacharbeiten müssen wir machen. Und wir können uns jetzt auch zu den Ländern weitere Metadaten anzeigen lassen, zum Beispiel, wie groß ist denn die Bevölkerung? Wir können uns anzeigen lassen, wie ist das mit Bruttoinlandsprodukt, BIP, können wir uns auch dazu anzeigen lassen. Muss man mal schauen, von einigen Staaten liegen halt keine Daten vor, ne? Und da muss man natürlich auch gucken, okay, gut, hey, welches hat man denn da? Und zum Beispiel China, ein sehr großes Land, sehr großes BIP, ich glaube die größte oder die zweitgrößte Volkswirtschaft. Und jetzt mal Europa, das ist Deutschland, glaube ich, aber auch auf Platz 1. Und so können wir uns auf jeden Fall dann heißt mal auch die ganzen Metadaten anzeigen lassen. Wir können uns die Fläche, Fruchtbarkeitsrate und ihr seht dasselbe, was es hier alles gibt. Ne? Ganz einfach, ganz schnell ist immer uns jetzt hier eine relativ schöne, übersichtliche Karte mit den ganzen Flaggen drin und was wir brauchen, dann halt am Ende auch erstellt. Kurz hin, Länder der Welt. So, bam.
Und wir können das gleiche auch machen, dann heißt es mal mit dem Datentyp Aktien. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel, dann heißt es mal für die entsprechenden Kurse. Im Prinzip müssen wir da halt nur sagen, was wir eigentlich am Ende haben wollen. Wir nehmen jetzt mal den Bitcoin-Kurs in US-Dollar, gehen jetzt auch wieder, ich sag mal, auf Daten, Datentypen, sagen, das Ganze ist eine Aktie und zack, bang, dann haben wir das Ganze, ich sag mal, als Datentyp hinterlegt und jetzt können wir dann auch hier den aktuellen Preis uns anzeigen lassen. Das sind heute, ich sag mal, 91.993 Dollar. Auch da eigentlich eine ganz, ganz coole Sache und kann man, ich sag mal, auch sich die ein oder anderen Dashboards nachher draus bauen am Ende, dass er dann halt immer die Kurse drin hat. Relativ cool, macht viel Spaß damit rumzuspielen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann lasst mir aber auch ein Abo da, beziehungsweise liked das Video und schreibt vielleicht auch einen Kommentar, wenn es euch nicht gefallen haben sollte. Ich weiß, ich rede schnell. Das Videogeschwindigkeit bei YouTube auch auf 0,75 dann stellen, dann klingt das alles ein bisschen angenehmer. Aber ja, ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und bis dahin wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.